Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie schon vor gut einem Jahr stehen wir nun wieder hier und diskutieren über eine Reform der Härtefallkommission. Herr Wysocki hat eben gefragt, ja gut, zugegeben, ich stand vor einem Jahr noch nicht hier, haben Sie richtig erkannt, Herr Trepol, gut beobachtet. Herr Wysocki hat eben gefragt, was denn seit der letzten Debatte passiert ist, dass wir hier heute schon widerstehen. Ich weiß nicht, Herr Wysocki, ob Sie es mitbekommen hatten, aber wir hatten eine Bürgerschaftswahl. Und es mag ja durchaus sein, dass die neuen Abgeordneten vielleicht auch eine eigene Meinung zu diesem Thema haben. Es mag sein, ja, weiß ich nicht, Sie haben die Frage eben aufgeworfen, Herr Wysocki, ich erinnere Sie nur gerne daran. Wie schon vor einem Jahr sind wir Freien Demokraten der Auffassung, dass die Arbeit der Härtefallkommission auch in Hamburg endlich professionalisiert und entpolitisiert werden muss. Und das sieht nicht nur die FDP-Fraktion so. Mein Vorgänger Herr Ritter hatte im Vorfeld des Antrages im vergangenen Jahr mit Fachleuten von Organisationen, Kirchen, Kammern und Verbänden gesprochen. Das hat er damals hier in der Begründung auch vorgetragen. Deshalb, Herr Dr. Tjarks, ist es auch nicht richtig, wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, angeblich wissen Sie gar nichts von der Meinung dieser ganzen Fachleute. Das wissen Sie sehr gut, denn Sie waren hier letztes Jahr schon dabei und Herr Ritter hat Ihnen das alles gesagt. Auch diese Fachleute halten das derzeitige System der Hamburgischen Härtefallkommission also nach wie vor für grundlegend reformbedürftig. Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass es bis heute außerdem keine unabhängige Evaluation der Härtefallkommission und den damit verbundenen Abläufen gab. Aber anders als vor einem Jahr sieht nun auch die SPD mit ihrem neuen grünen Anbau offenbar Handlungsbedarf. Wenngleich auch aus anderen Gründen und nach wie vor, das muss ich betonen, im Widerspruch zu ihren eigenen Idealvorstellungen. Schade, dass Herr Dr. Dressel jetzt nicht im Raum ist. Ich zitiere ihn nämlich aus dem Jahr 2004, da hat Herr Dr. Dressel hier gesagt, die Härtefallkommission sollte ausgewogen besetzt sein. Deshalb haben wir auch einen Vorschlag gemacht, der versucht, die gesamte Gesellschaft abzubilden. Wir wollen Experten in diesem Härtefallgremium. Ja, ich kann eigentlich nur annehmen, dass der Name von Herrn Dr. Dressel in der Vorbereitung der heutigen Sitzung versehentlich auf dem falschen Antrag gelandet ist. Alle anderen Erklärungen würden schließlich dafür sprechen, dass auch hier eine gewisse Inkonsequenz herrscht. Auch die Kollegin Möller von den Grünen hatte 2004 noch ganz andere Vorstellungen von der Härtefallkommission. Zitat, externe Mitglieder in der Kommission machen Sinn. Ich überspringe jetzt an dieser Stelle mal die Darstellung der weiteren Historie in all ihrer Absurdität, vor allem beim Abstimmungsverhalten der Grünen. Hat der Kollege Hamann hier eben ganz gut dargestellt. Da verweise ich auf das Plenarprotokoll. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin selbst hoffentlich, ob die Abstimmung läuft ja noch, seit eben Mitglied der Härtefallkommission. Mein Vorgänger Herr Ritter berichtete mir davon, dass dort bisweilen sehr, sehr schwierige Fälle gestellt werden. Er hatte am Ende immerhin vier Jahre Erfahrung. Ich fange wieder bei Null an. Und selbst wenn die Besetzung über viele Jahre und über mehrere Legislaturperioden hinaus mit denselben Personen erfolgen sollte, muss man sagen, dass auch langjährige Erfahrung im Zweifel kein Expertenwissen ersetzt, meine Damen und Herren. Wir sind und bleiben es den Betroffenen schuldig, dass bei der Beratung ihres Falles echtes Expertenwissen in die Diskussion eingebracht wird und die Experten auch mit am Tisch sitzen. Nur so stellen wir sicher, dass die Beratungsergebnisse höchsten fachlichen und politischen Anforderungen auch gerecht werden. Darum stellen wir als FDP-Fraktion heute erneut diesen Gesetzesentwurf zur Diskussion. Meine Damen und Herren, ich ahne ja bereits, dass unter Umständen der von Roten und Grünen vorgelegte Alternativantrag hier heute Abend mehr Zustimmung finden wird. Rege aber dennoch an, vielen Dank, Herr Wysocki, für die Anregung. Ich stimme dem zu, dass wir im Laufe der Legislatur noch einmal über die künftige Zusammensetzung sprechen sollten. Herr Hamann kann sich dann ja nochmal das Plenarprotokoll zur Hand nehmen und dann nochmal hier zu Höchstform auslaufen. Dann auflaufen. Das soll er selbst entscheiden. Aber ich denke, auf jeden Fall der Hamburger Inselstatus, in dem die Härtefallkommission ein rein politisch besetztes Gremium ist, das sollte eher heute als morgen ein Ende finden. Und obwohl unser Antrag deutlich weitergehend ist, ist der Antrag von Rot und Grün auch nicht falsch. Deshalb stimmen wir ihm hier trotzdem zu. Ja, Herr Dr. Tjarks, da ist die Zustimmung. Vielen Dank. So werden wir uns hier heute